Willkommen zur vermutlich letzten Folge von Asterix und Obelix XXL2. So, zack. Dahin. Jetzt können wir hier nochmal schnell was zu essen holen. Soll das Zelda sein? Eventuell? Schilder sind hier nicht mehr, ne? Ne, leider nicht. Na gut. Probieren wir es trotzdem. Okay, drei von denen. Das wird interessant, glaube ich. Oha! Damit habe ich nicht gerechnet. Ah, jetzt geht's darüber, okay. Nein, jetzt hat der Sonnenscheißattacke gemacht. Ich krieg einen Föhn. Manchmal, nein! Oh, nee, oder? Oh, ist das ärgerlich. Wenn er das macht, dann zieht so oder so nicht in der Klasse. Ah ne, das ist jetzt das dritte. Okay, alles gut.
jetzt ist es wieder flüssig. Und gleich hakt es wieder. Was ist das? Ja. Du hast verloren, Cäsar. Befiehl deinen Galeeren umzudrehen und Armorica zu verlassen. Aber bitte, Druide, wie soll ich denn... Ups, oh, Entschuldigung, störe ich? Hä? Ganz im Gegenteil, Bote. Du kommst wie gerufen. Mit Hilfe des Internetus kannst du deine Generäle noch zurückrufen, Cäsar. Du hast es gehört, Bote. Tu, was dir befohlen wurde. Los geht's. Und noch eine Nachricht unterwegs. Diese Aufregung macht hungrig, stimmt's, Idefix? Habt ihr etwa keinen Hunger? Obelix hat recht, meine Freunde. Kehren wir ins Dorf zurück. Das Bankett erwartet uns. Das Bankett? Was ist das, ein Bankett? Das Bankett krönt traditionell das Ende eines jeden gallischen Abenteuers. Es ist eine Art Familienessen, bei dem Wildschwein und Bier in Unmengen gereicht werden. Bis tief in die Nacht wird im ganzen Dorf ausgelassen gefeiert, geschlemmt und gelacht. Das Bankett ist auch... braver Hund... Oh. Und neben den Scherzen, und Feiern gehört zum gallischen Bankett auch? Lass den Herrn in Ruhe, Idefix. Und komm essen, sonst wird alles kalt. Was sagten Sie? Nein. Ohne Ton. Wow. Das habe ich, glaube ich, auch noch nicht erlebt. Das war's denn also mit Asterix in Obelix XXL2. Hat länger gedauert als erwartet. Ich dachte, wäre ich vielleicht auch, keine Ahnung, maximal 6 Stunden durch. Jetzt haben wir bestimmt so an die, ich würde sagen, 9 Stunden dran gesessen. Natürlich auch ein bisschen, weil ich jetzt nicht unbedingt die Postkarten und die Helme finden wollte. Zwischendurch hatte ich so ein bisschen so einen Hänger, weil die Arena-Kämpfe waren so ein bisschen nervig, aber da habe ich quasi immer ein bisschen besser reingefunden und dann hat es doch relativ viel Laune gemacht, besonders weil auch die Welt einfach so gut gestaltet war. Die ganzen Gags mit den Anspielungen mit anderen Spielen und ich habe mit Sicherheit nicht alle gesehen und alle verstanden. Aber allein schon Sonic als Gegner, Rayman, Pac-Man, das fand ich cool gemacht. Dann hat man auch wieder die Zombie-Römer gehabt, wie aus dem einen Film. Ich weiß bloß nicht mehr, wie der hieß. Die Stimmen, na gut, gerade die Stimme von Obelix fand ich sehr, sehr unpassend, aber ansonsten ging das eigentlich auch okay. Und schade war natürlich, dass man jetzt nicht noch mehr Einstellungen hat vornehmen können. Man merkt halt, dass es dann doch irgendwo so ein Konsolenport ist. Wahrscheinlich ist das Original tatsächlich nur für die PS2 damals erschienen. Ich möchte meinen, ich dachte, ich hätte XL2 auch für den PC gehabt. Aber dann war das wahrscheinlich nur der erste Teil, den wir uns bestimmt auch nochmal ansehen werden. Ich überlege bloß gerade, ob ich mir den für die PlayStation auch noch hole. Und ob wir den dann da vielleicht spielen, mal gucken. Weil mit Controller ist einfach besser. Und den Originalteil, den ich hier habe, ich weiß nicht, ob ich den mit Xbox-Controller an sich so überhaupt spielen kann.
Ansonsten fand ich auch cool, dass man die Helme hatte, um Kram zu kaufen. Ich weiß auch gar nicht, ob das im ersten Teil so war. Mich hätte jetzt interessiert, ob hier noch ein Verweis auf das Originalspiel ist, aber scheinbar nicht. Also muss das da doch so eine Art Remastered sein. Mal gucken. Wir sind jetzt hier. Ach, hier sehen wir gar nichts weiter. Okay, dann müssen wir doch nochmal rein. Und haben wir es jetzt hier geschafft. Jetzt hätten wir auch noch weiterspielen können danach. Okay. Gut. Fortschritt. Also, wir haben hier alles. Bei den ersten 6 haben wir sogar Goldstatus erreicht. Hier fehlen noch welche. Naja, mal gucken. Vielleicht ein paar Offscreen oder so. Keine Ahnung. Figuren. Da haben wir den normalen Legionär. Dann den proteinreichen Römer. Den Centurio. Römischer Kampfkunstprofi. Also im Prinzip alle Gegner, die wir hatten. Und Spielecharaktere sind hier nochmal drin. Fast alle. Überschallrömer. Knallgelber Römer. Und dann natürlich Idefix. Obelix mit Idefix nochmal. Der gute Asterix. Der Boxer. Miraculix mit seinem Aktenkoffer. Pablo. Auch ein italienischer Name, glaube ich. Das Atari mit so, oder? Ein Atari-Helm, meine ich. So, gepanzerter Legionär. Bulliger Metal-Fan-Römer. Larry Kraft. Fliegender Römer. Lumpiger Pirat. Zerpirat. Elite Centurio. Prozus. Cäsar. Sam. Schiffer. Und der römische Schleim. Und dann haben wir hier die Postkarten noch. Ich glaube, das sind alle Szenen hier. Oh, das ist cool. Ich dachte erst, das wären Bilder aus den Filmen zwischendurch, aber ich glaube fast doch nicht so, ne? Das ist gut. Oh, gefällt mir. Gefällt mir richtig gut. Seine Sammelgegenstände finde ich immer sehr, sehr nice, muss ich sagen. Das ist auch gut. Oh, ich mag den Humor des Spiels, muss ich echt zugeben. Und das hätte ich gern gesehen, so im Dunkeln. Die Map wäre eigentlich cool gewesen. Na gut, dann war's das. Oh, ich hätte auch hier zwischendurch die Schwierigkeit wechseln können. Okay, interessant. Fähigkeiten haben wir auch alle, hier ist ja nichts Interessantes mehr. Dann war's das jetzt endgültig. Hat mir wirklich sehr viel Spaß gemacht. Kann ich nur weiterempfehlen, das Spiel. Spitze. Dann bedanke mich. Bis denn.